Weiter, weiter, weiter. Wir sind. Oh, warte, ihr habt eins, zwei Schuss. Ihr habt ein. Jetzt vielleicht noch ein Schuss. In dieser Runde, Herr Detloos, erwartet uns intensive Logistik, gefolgt von intensiven infanteristischen Gefechten gegen mechanisierte Feindeinheiten. Schirmjäger, Supermensch, hängt an so einer scheiß Wurzel vom Baum fest. So, hier. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid da, dann ja, mal das schön. Schöne ist, wir sind schon wieder an der Fabrik, ne? Die wir jetzt halten müssen, als erstes. Ja, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Jetzt sollte dein Cooldown schon halb sein. Ja. So, warte, jetzt mache ich hier ganz nette Dinge, weil kein Schwein immer drauf achtet. Wenn er Nodes abbauen will, ich habe schon so oft Kills wegen Nodes bekommen, weil ich die Nodes mit vermint habe. Wie lange brauchst du? Drei Viertel. Hier, ich hab dir die Munition geworfen. Ah, sehr schön. Da kann ich hier noch eine Panzermine auch noch legen. Die ganz, ganz sinnvoll. Das wäre natürlich auch von Vorteil, wenn einer von den Leuten schon mal losfahren würde und Garnis bauen würde, aber. Wovon träume ich nachts und so, ne? I don't know. Ja. Östlich von der Fabrik haben wir schon von Sea Fight Infanterie. Du bist auch schon halb durch, oder? Auf dem Dorf, Panzermarker, Panzermarker! Die machen wieder ungefähr. So, der Baum gefällt mir nicht, der muss repariert werden. Auf Easy Light Vehicle Mark, feindlicher P4. Aber ich schaff's nicht mal, den Schnee runterzubekommen. Er ist auf Dog. Panzermark, der Vierer. Bewegt sich weiter auf Fabrik zu. Dahinter Infanterie. Oh, da ist wahrscheinlich Annie drin. Warum vermute ich eigentlich in jedem Feindpanzer Annie? Ja, Schizophrenie. Langsam könnte man was gegen diesen Panzer tun. Ich glaube, du musst dir den Kuchen nochmal schnell drauf geworfen. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es gebaut. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der Außenposten noch sicher ist. Da kommst du wieder früher rein und ich bin dein Erzfeind. Könnte jetzt mal jemand was gegen diesen scheiß Panzer tun? Jan kommt gleich. Und ich spreng den Panzer, wenn's sein muss, mit C4. Nehmen wir an, der guckt direkt aufs Hardcap, der Panzer. Ja. Ja, das wird dann richtig geil, den zu umlaufen auf dem offenen Feld. Obwohl, jetzt hat er sich ein bisschen zurückgezogen und guckt nicht mehr direkt aufs Hardcap. Wir haben allerdings zwei Panzer, ich spiegel den zweiten auch nochmal. Irgendwo auf Verteidigenmarker soll was sein, irgendwo auf Bewegenmarker soll was sein und auf Infanteriemarker soll eine Menge Feindimps sein. Ja, gar nicht so, hinten ist weg. Ich bin fast dort spawn gekillt worden. Verdammt, die Scheiße. Ja, da braucht er die Support jetzt nicht hinwerfen. Ich dachte eigentlich so ein südlicher Rand. Mann. Ich sehe den Panzer hier auf Ping. Ja. Nehmen da mal Leute an, ne? Ja. Also ich habe bisher nur einen Schuss abgegeben. Ist das eine bestimmte Rolle oder ist egal? Ich glaube gerade nicht. Alles klar. Ah,
Also der Vierer soll jetzt auf dem Panzermarkt stehen. Auf Verteidigenmarkt soll immer noch ein Lux, glaube ich, stehen. Und beim Bewegenmarker ist immer noch ein Haufen Feindinfanterie. Das klingt ja fast so, als wäre nichts los bei dir, an der Infanterie. Jetzt was Gescheiteres als ein scheiß Thompson. So ein Scharfschützengewehr wäre jetzt was. Schwere Munition? Ah, super, danke. Okay, auf Panzermarker steht ein Vierer. Auf der Panzermarker steht ein Panzer 4. Verteidigungsmarkt steht auch Panzer 3 oder 4. Geht nicht. Wir haben Infanterie direkt im Nahbereich. Ja, komm. Verteidigung mal rüber. Unser OP ist weg. Leute, ihr werdet versuchen, andere Garnison zu bauen. Eine reicht niemals aus. Ja, keine Chance, da reinzukommen. Wie lange brauchen wir unsere Panzer noch? Jetzt einfach mal wir sind gleich da, wir sind auf dem Weg. Halbe Strecke zur Fabrik, super. Easy Life, auf dem Markt steht ein Panzer. Panzer 4 ist auf Hauma. Fährt Richtung Süden. Wenn jemand stirbt, Supplier greifen nach Süden aus, bauen weitere Garni. Feindlicher P4 auf Easy Mark akkurat. Bis gut. Ein weiterer P4 auf Haumark akkurat. Kannst du einen Luftmarker setzen, wo du die Hände willst? Ich weiß es noch nicht. Ja, vergesst es, man kann nicht nach Süden ausweichen vom Cap. Brauchst du die Karre? Ich würde gar nichts bauen wollen sonst. Wo willst du hin? Hey Kommandant, können wir bitte einen Panzer in der Mitte bekommen? Tiger Raumark. Die Garni ist schon heiß. Also ich bin gerade hinten und baue Garnis, also macht sonst keiner, also ist wieder toll. Die spielen die Panzer so top. Der eine Panzer deckt den anderen Panzer genau ab. Ja, in dem einen Panzer sitzt Annie, in dem anderen glaube ich das IR. Das sind nur 96, ja. Die wissen genau, was sie tun. P4 auf Easymark akkurat. Da sich niemand drum kümmert, mache ich jetzt ein bisschen Garni-Netzwerk erstmal. Also wie gesagt, da sich anscheinend niemand drum kümmert, baue ich jetzt mal Garni. Feindlicher P4 auf Easymark akkurat. Ihr solltet schon mal in der 5er Linie Garnison platzieren. Ja, ich versuche gerade ein Garni-Netzwerk hochzuziehen. Sagst du so einfach. Ja, es gibt doch Menge Supply Trucks, oder nicht? Ich hab die Garni nicht zu doof gesetzt. Ne, die steht genau an der Klappe. Haha, die hab ich doch perfekt gesetzt. Feindlicher Tiger, Easymark ungefähr. Warte, Korrektur, Easymark akkurat. Kommen.
Wir sind jetzt überrannt bei Fabrik. Die Garni ist schon. Ja, das hört mich nicht wundern. Garni ist heiß. Garni ist heiß, da sei dran. Einer sollte versuchen, auf Aumar in Treu eine Garnison zu platzieren. Da kann man nachher ganz gut zur Fabrik. Wir noch annehmen. Fabrik wird gecaptured. Oh, wo bin ich denn? Ich muss abbiegen. Okay, ist schwer, die haben die absolute Panzerhoheit. Sieht's denn aus? Kriegen wir mal einen Panzer nach? Die drei aktive Panzer. Greyhound, du fährst in deinen Tod, wenn du weiterfährst. Tiger auf Haumark, Tiger auf Haumark. Nur Greyhound, du bist da ziemlich am Arsch. Also es ist toll, unsere Panzer scheinen keine Ahnung zu haben, was sie da tun, während im Feindteam Annie ist. Tiger auf Haumark und 2P4 auf Leitwiegelmark. Ich habe keinen unseren Panzer angesehen. Stand Tiger auf Haumark gespiegelt. Feind greift aus Südosten an. Wiederhole, Feind greift aus Südosten an. Ja, das ist verstanden, Feind aus Südosten. Command ist jetzt besetzt. Ja, der OP steht da recht blöd. Und ist auch direkt weg. Ja, wir haben Feind schon an der Garni dran. Ja, ihr werdet angekämpft. Chef, wir haben ja schon Feind in Arbeit. Wurde Tiger auf Haumarker. Südlicher Rand ist verstärkt. Tiger auf Haumark ist verstanden. Nobody, du kannst dich im Discord wieder auf normal stellen. Wir sind nur noch zu dritt. Außer wenn du natürlich keinen Bock hast auf uns, dann. Ja, passt schon. Gehen wir mal zweite Garni östlich vom südlichen Rand hin. Ja, 50 Meter auf 125 Grad, massiv Feindinfanterie. Ja, das ist bestätigt. Die fährt weiter Richtung Süden. Okay. Entweder ihr haltet südlicher Rand oder der Gros bereit machen, versetzen nach südlicher Rand. Bereit machen zum Versetzen südlicher Rand. Vorbereiten, Nationalstraße in 30 vorbereiten zur Verteidigung. Okay, versetzen, nicht laufen. Sofort zurück zur Nationalstraße N30. Ja, ich wusste gar nicht, ob wir noch W3 drin sind, deshalb. Ich habe auch noch den Reflex, immer auf C zu drücken. Welche Panzersquads sind aktiv? Bitte melden. Hallo? Panzer. Warum wirken wir die 76er? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Bis der da ist, sind wir lang schon reingelaufen von der Garni. Ich laufe gleich mal Richtung Norden, versuche noch eine Garni hochzuziehen. Ich hoffe, das ist weit genug weg von der. Sorry. Ja, 200 Meter dürfen reichen. Kannst du direkt ins Hardcap bauen, das ist 160 weit weg. Das passt dann. Yes! Meint hab ich noch ja. Drei OPs zerstört hier draußen. Der Feind der P4 und beide Offiziere dazu. Ja. Wenigstens etwas.
weil ich ihn bekommen habe. Von mir stammt der Großteil der Garnis. Ach nö, der Panzer geht dann schon wieder auf den Sarg Richtung Osten. Du bist der Panzerabwehr, du kannst das doch sichten, habe ich gehört. Ja, das wäre wünschenswert. Zieger zerstört? Ja, wir spielen auf Feu. Große offene Felder. Und Feu sind Panzer einfach unglaublich. Panzer 4 auf Haufmarker. Dazu mehr. Hau, bitte versetzt euch nach hinten sofort. Ihr könnt den südlichen Rand nicht einnehmen. Ich bin auch Aufklärerteam. Achso. Okay. Ich leg mal wieder bei dir hier im Graben Munition ab. Aber ja. Noch andere wenn du Supplies hast, schmeiß auch hin. Hier. Hab ich. Wenn ich das nächste Mal sterbe, können wir vielleicht mal eine Pack hochziehen. Ja. Also meine Marker müsste ein Panzer sein. Jo, oh, Panzer 4 jetzt auf Jigma, gell? Sorry, ich habe jetzt gerade meine Supplies weggeschmissen. Auf Lux Ressourcen müsste da auch noch sein. Marker ist ein Panzer. Auf Bewegen-Marker ist ein Panzer. Auf Angriffsmarker ist ein Light-Vehikel. Auf Verteidigen-Marker ist ein Panzer. Ja, und ich befehle den Hinweis. Ja, dann gucke ich mal, vielleicht können wir die Pack genau auf die Straße bauen. Habt ihr den Panzer 4 zerstört? Ja, oder James direkt bei dir bei das Haus, wenn da frei ist. Naja, davon haben wir keine Supplies, weil ich sehe. Wiederholen? Nee, der fährt noch. Okay. Also auf Dog Panzermarker steht der Lux. Aber stark am Brennen. Der Panzer 4. Kann man durch Stacheldraht schießen mit einer Fackel aus? Gute Frage. Unser Garni jetzt hier ganz schön wieder so gelitten. Das gefällt mir nicht. Ich frag mich gerade, wo deren Feind die Infanterie auf Kommandomarkt? Infanterie rein. Wir haben westlich Feind Infanterie. Alles klar. George, ihr werdet von hinter euch blockiert. Ah, Nobody, kannst du hier nochmal werfen? Nö, kann ich nicht. Wenn du wieder kannst. Panzer 4 schien über. Sehr gut. Ein Korridor ungefähr vom Mark. Feindliche Aufklärung. Achtung, feindlicher Aufklärer. Könnte sein, dass gleich ein Bombing rankommt. Hau, ist die Garni akkurat? Nicht akkurat, da sind Feindvorräte runtergekommen. Er ist verstanden, versucht die mal abzubauen. Der Lux dürfte zerstört sein, Lux dürfte zerstört sein. Sehr gut. Also Lux sollte auch weg sein. Ich glaube, wir haben irgendwo im Süden noch was, oder? Ein Fahrzeug. Ja, im Norden auch. Ja, die Verteidigung ist aber nur suboptimal ausgebaut worden hier. Nächste Aufklärung 1.40. Wir haben wirklich nicht genug Supplies für die Pack? Nee. Wir haben keine Supplies für die Pack. Bei mir brauchst du noch halb. Dann wechsel kurz. Outpost auf G-Marker. Du als Unterstützer rein, wenn. Oder ist. Ach, Nobody ist gerade drin. Nobody, einmal Klasse wechseln, wenn du tot bist. Ich bin gewechselt. Ja, Niklas, versetzen als Supporter rein. Ich baue hier den Außenposten hin. Ja, dann Nobody, vielleicht setzt du eine andere Praxis wieder, vielleicht ein bisschen. Feindliche OP. Außenposten steht.
Alles klar, dann sofort. Da kommt ein Bombing Run runter, ja, also Vorsicht. Achtung, Bombing Run! George, easy Europäer sind dran. Ist gewechselt und frei. Ein Gunny auf V-Outpost-Marker zerstört. Wurde die Pack da jetzt schon gestellt, weil irgendwie sich das Pack-Symbol schon auf der Karte. Yep. Nein, aber das gilt halt als gestellt, weil die da genau steht. Das ist ähnlich wie bei den Nodes. Okay, wo willst du sie denn haben? Guck am besten, wo du den Panzer siehst, würde ich eher sagen, rechts davon weiter. Oh, ist unser Panzer, okay. Fuck, rechts davon. Ja, hier vielleicht. Hier ist sowas. George, ist euer Outpost noch akkurat? Welche Munition? 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 Ja, Niklas, hast du Munition? Ja, werfe ich sofort ab, ich werfe erst die. Munition, George, kommt gleich! George, vor euch einen Spawnpunkt. George, kommen. Wirklich, man kann es nirgends... Okay, warte, hier kann ich stellen. 100, kommen sie. Munition. Ja. So, Vorräder liegen, direkt anfangen. Was sagst du uns auf Kommando? 100, Feindinfanterie. Sag, wo ich hinziehen soll. Ja, ich verlasse erst nochmal und guck, ob ich was finde an Panzer. Also gerade haben wir keine Panzer, Max. Munition. Aufklärungsflug geht jetzt los. Ja, die Munition. Ja, Niklas, hast du Munition? Geht von West nach Ost. Ja, an, alle Munition Gruppen sollt ihr irgendwo liegen, falls ihr braucht. Aufklärung, jetzt. Richtung Nordosten. Ja, ich hab sie gefunden. Wo ist er hin? Ah, er hat sie gefunden. Fahr vorwärts! Ja, liegen bleibst und stirbst, Junge. Nein, ich repariere. Ja, wir sind heile. Okay, die gar nicht hinter uns fahren. Command, Angriffsmarkt, Mega Baker sind zwei Infanteristen unterwegs und Easy George. Oh, ich kann keine Pack mehr stellen. Vor euch sind massive Feindkonzentrationen. Garni hinter uns wird abgebaut. Ich hätte bitte gerne neue Garni, Baker, Negat oder Liga. Lauf bitte neu. Könnt ihr was machen? Ich bin gerade mit dem Flugschnitt ein wenig. Kommen. Baker. Digga! Love! Wurde Mike gesagt? Ich hab nicht zugehört, so wirklich. Nee, wurde eigentlich Love, Baker und Negat gerufen, aber die reagieren nicht. Die sind wahrscheinlich in ihrem Private Discord Call. Ich hätte bitte eine neue Garni. Ungefähr auf Command Garni Mark. Welcher Squad nimmt sich denn da an? Da war bis eben noch eine, die ist heiß geworden. Ich denke, da wird Feind sein auf der Position. Ja, dann soll bitte Lauf, Baker oder Negat eine neue bauen. Und die Garni bei dem nächsten Cap ist auch schon rot. Verdammt. Lauf, redest du? Syrix! Versuchen wir mal dahin zu begeben. Bei der Garni-Position kommst du nicht hin, wo du die hinhaben willst. Ja, wenn wir keine zweite Garni machen, dann wird es schon schwierig. Ja, ist mir klar. Ist heiß. Feinde kommen jetzt von C8 hoch hinter uns. Ja, ich glaube, das war's. Wenn wir Nationalstraße nicht halten.
sind aber 1-0 überlegen in Nationalstraße. Die greifen Nationalstraße gerade nicht richtig an. Doch, ja, weil wir hier außen halten. Im Westen die sind jetzt stark bei unserer Marke auf Entfernung. Ja, wir fahren einmal dahin. In Richtung Innsmark war irgendwann. Lauf, kannst du reden? Weiterhin. Ping. Das ist 60 Meter, das ist zu nah. Essenlauf. Es ist halt schlimm, irgendwie Lauf redet nicht, Negat redet nicht, egal wie oft ja. du rufst, die reagieren. Guck mal, was Lauf für ein Level hat. Aber was hat er denn für ein Level? Unter 20. Lauf mit X kannst Lumpe. Du Team chatten. Mit uns so. Im Command Chat. Auf dem Dach auf Dog Impfmark war, glaube ich, gerade Feind Impf. Ja, ich hab mal erwischt, glaube ich. Negat, könnt ihr reden? Jo. Na endlich. Negat, ich brauche eine Garni, bitte, wer auf eurer Position. So, fangen sie auf einmal alle an zu reden. Achtung, gleich hinter der Hügelkante auf der Wiese drauf, stehen sie schon. Ja, drum werfe ich ein paar Granaten in die Landschaft, Achtung. Hinter dem Ping haben wir schon Feindinf. Bau da mal irgendwie eine Stimme Runde zum Kreis, bau da mal ein Dings in den Bunker oder. Organisationsmarke akkurat. Ja, verstanden, Organisationsmarke akkurat. Auf Dog Infmark, massiv Feindinfanterie, vermutlich Garni oder Außenposten. Ja, ich versuche ein bisschen Vorstellung zu machen, aber ändern wir ein bisschen ab. An der Deckung da vorne ist bereits Feindinfanterie. Ja, wir haben bereits massiv Feindinfanterie, Leute. Danke. Danke dir. Aufklärung kommt von Nord nach Süd. Bitte auf die Karte schauen. Aber das war eben irgendwie interessant. Ich hatte eben ein Kaffeekränzchen mit dem Chefe und einem anderen Offizier über andere Offiziere. Leben eure Notes noch? Ja, wunderbar. Gibt zumindest Punkte. Könnten wir 76 ganz links haben? Ja, könnt ihr. Panzer auf Mark. Mark. Er fährt Richtung Süden. Panzer 4 auf Dog Mark. Bomber in der Luft. Bomber in der Luft. Feindlicher Bomber, Vorsicht. Hack kann ersetzt werden. Achtung, feindlicher Bombingmann. Aus Südwesten, aus dem Wald kommt es ja auch. Alter, ich habe 2500 Unterstützungspunkte durch die ganzen Garnis, die ich gebaut habe. Ja, das ist eine Menge. Ja, wir sind zu dritt und sind der Meister-Squad mit den meisten Baupunkten. Ja. Es ist irgendwie traurig. Ja, irgendwie schon. Wo ist der gegnerische Pass hin? Oh, ich hab keine Ahnung. Da kommt der Panzer, pack ausrichten bitte. Ja, geh rein, ich geh jetzt hier Nachlader dran. Auf Dog Panzer, Marker, Feindpanzer. Dürften Tiger sein. Du sagst stopp, wenn ich zu weit rotiert bin. Weiter. Wir sind. Oh, warte, ihr habt eins, zwei Schuss. Stopp. Ja, jetzt vielleicht noch einen Schuss. Ja, lenken ab, dann kann. Eieieiei, ist das knapp. Boah. Tiger zerstört. Ich war grad
ziemlich knapp und ziemlich geil. Nein! Erstmal verbinden! Baumarker kann nicht unzerstört. Holy shit, dass der direkt vor die Park fährt, hatte ich nicht erwartet. Ja. Darum habe ich gesagt, ihr habt ein, zwei Schuss. Ja. Wir hatten drei Schuss reingekommen. Wenn nicht der Pio eine Satchel gesetzen wollen würde und deshalb jemand aus dem Panzer ausgestiegen wäre, hättet ihr nur zwei gehabt. Ja. Achtung, von dort kommt Gegner. Anscheinend. Was ist nochmal? Hier hinten an den Heuballen. Überdog Infanteriemarker, Feind Infanterie in Hardcap. Also, wenn ich das richtig sehe, ist nur ein Panzersquad kampfstärker als wir als 3-Mann-Squad. Ich. Oh mein Gott, wie viel Kills hab ich denn? Ich hab jetzt darüber markiert: D8, Jig Infanteriemarker im Wald. Ich bin grad extrem überrascht. Kannst du mir den Panzer nochmal pingen, damit ich weiß, wo er ist? Da ist ein Lux, ihr werdet damit der Pack nicht bekämpfen können. Ich steh möglicherweise gerade eben hin. Wir könnten auch jetzt nicht mehr. Bitte hab mich nicht gesehen. Achtung, hinter uns werden von hinten beschossen. Lux auf Doc, Panzermarker. Garnisonsmarker akkurat. Wiederhole, hau Garnisonsmarker akkurat. Okay. Ja, ist verstanden. Nee, da komm ich nicht hin. Wir werden jetzt von hinten abgefarmt. Da und da. Ich dreh mal die ganze Pack und schau. Hau Garnisonsmarker, ich sehe Hau Infanteriemark. Garnisonsmarker ist akkurat, ich stehe direkt davor. Versuch den Lux durch Nebel. 76er links, bitte. Ihr wollt was? 76er sind möglich. Ja, bekommt ihr. Danke. Linkes Hauptquartier wie vorhin? Genau. Steht. 6 Minuten. Wir müssen was gegen mir aus. Lux anstellen. Panzer, ihr kriegt's von rechts. Auf Command. Der Angriffsmark ist ungefähr ein Feind. Auf Doc Panzermann, feindlicher Lux! Auf Isimar. Warte mal, kommt der zu mir? Ja, der kommt in eure Richtung. Hat auch schon einen AT-Schuss weg. Kein Panzer auf Command Panzermark. Habt ihr gehört? Panzerstoff? Okay, der flieht. Das ist ein B4. Der Lux flieht über Doc Panzermark. Der hat es, glaube ich, gerade rausgenommen gehabt. Okay. Nee, wir können nicht mehr. Jan, du musst weiter drehen, ich kann nicht mehr. Nach links, ja. Ja. 170 Grad. Okay, du drehst nicht raus und rein. Raus und rein, du drehst nicht mehr. Also bei mir dreh ich nicht. Ja, nee, aussteigen und wieder einsteigen. Das ist ein Bug. Das ist ein Feature. Und schieß mir mit dem Bug bitte nicht in den Kopf. Direkt vor uns für Gegner Richtung. Oh Gott, ich hab keinen. Ja, den Lux irgendwo. Okay, der Lux soll auf Nord genau sein von meiner Position aus. Ich spiegel nur, ich wartet. Verbündete Erden. Also irgendwo auf Angriff soll der Lux stehen. Wir werden gesmoked, Wir könnten Hilfe bei der Dimension gebrauchen, wir kriegen das alleine nicht hin. Ah fuck. Die spawnen halt da die ganze Zeit. Ich brauche über den Lux, um das zu bauen. Feindlicher P4 auf dem Weg, Command Mark. Okay, unser Außenposten ist heiß, wir haben keine Garni mehr. Wir haben keine Garni mehr. Wir haben keine Garni mehr im Hardcap. Infanterievorstoß durch den Wald. Oh, ihr habt gleich wieder eine, es kommt gerade ein Airhead runter. Feind noch weiter links von hier in den kleinen Gebäude drin, wo wir vorher drin waren. Feindlicher Panzer auf Mark. Die Euphorie, verdammte Scheiße. Das sind zwei, kann das werden. Panzer 4 zerstört. Aufklärungsflug kommt. 450 liegen vor der Park. Ja, aber der Park ist scheiße. Aufklärungsflug von Nord nach Süd geht über die Nationalstraße. Dog, Jig, Ebel, ihr kriegt eine Vorräte hinter euch. Okay, Jig wiederholen bitte. Bei euch kommen Vorräte runter. Ein ganzes Squad, was hochbleibt. Hilfe schon. Der Panzer ist jetzt hier auf Ping. Diese Blitzstellung links und weit von der Nationalstraße.
Wir müssen nach links noch. Ja, ist bestimmt. Stehen direkt neben meinem. Nach links drehen. Ja, da kommt der Pre-Schuss. Buggt, steig aus und wieder ein. Alles rum, ich hab damit verloren. Ja, ich hab alles versucht hier. Ich hab noch mit der Pack, jetzt bin ich auf 32 Kills. Langsam wird's lächerlich. Panzer Squad, könnt ihr helfen? Wir haben einen Panzer rausgeschaltet, was? Ausgeschaltet Panzer 4. Deine Sohn Haumacker zerstört. Okay. An der Nationalstraße steht neue Garni. Und wo, Jan? Folgt die Straße runter. Verdammte Scheiße. 2 Minuten noch. Nordosten alles voll, mindestens 10 Mann. Nordosten mindestens 10 Mann. Kommen die Straße entlang. Chaos mit Infanterie besetzt auf Easy Infanterie mal. Minuten, wir müssen das halten. Bist du immer noch auf Haumarker auf Panzermark? Ja, ist verstanden. Alter, ich habe als Offizier mehr Unterstützungspunkte die als der Pilot, der die Mons gebaut hat. Sehr gute Arbeit. Das ist schon gruselig, oder? Ja, ist zurück es. Zur Nationalstraße. Ich glaube, wenn ich vorhin mich nicht ins LKW gesetzt hätte und gar nichts gebaut hätte, dann hätten wir schon verloren. Und Supplies okay. Ohne Ende hier in die Gegend geschmissen. Ausgeklärt. Oh Gott, ich fühle mich gerade wie so ein statischer Bomber. Also das mit dem Sieger eben, das war wirklich, glaube ich, Glück. Ja, das war scheiß Glück. 2 Minuten. Ich habe mich auch, glaube ich, minimal verarscht gefühlt. Feindliche Aufklärung. Vorsicht. Achtung, feindliche Aufklärung, es könnte gleich ein Bombing mit dem feindlichen Bombing ran, demnächst. Das sind noch 3 Minuten. Also, 1 Minute müssen wir halten, ich kann nur sein, dass dann die Mannstärke runtertickt. Halten! Halten, bis in Satz kommen! Achtung, Bombing Run! Nicht gesagt, der Feind wird Bombing Run. Okay. Hat die Garni zerstört? Yep. Hat die Garni zerstört, wir brauchen eine neue Garni. Vor mir der Kommen. Dann werfen wir nicht. Spawn. Müssten aber noch genug hinten sein. Ich laufe hinten zu den Supplies. Ich versuch's auch. Also mach den Bomben aus. Der Außenposten steht noch und der Außenposten steht noch sehr gut. Ich versuche nur neue gar nicht zu setzen. Liegen noch genug Battle, es liegen noch genug Supplies. Auf ja, schmeiß trotzdem nur viel, die gehen ja rein, wenn. Ist schon geschmissen. Eine Sekunde Cooldown. Das ist ich setz den Außenposten mal ein bisschen defensiver, ne? Der Außenposten soll scheinbar nicht genau sein. Okay, die Garni steht wieder. Noch. Ich glaube, wir müssen noch eine Minute halten. Sieht sehr gut aus. T minus 1 Minute 58. Ich baller einfach jetzt nur noch mit Granaten und Scheiß nach vorne, weil es einfach am meisten bringt. Das sieht nach einem GG aus. Ja, noch eine knappe Minute! Oh fuck, ich habe einen Verbündeten getroffen diesmal. Okay. Ich würde mal sagen, GG, bei deiner Punkte ist kein Unterschied. Noch können sie cappen! Granaten im Nahbereich, Achtung! Damit haben wir ein GG. Ich glaube, jetzt können sie nicht mehr cappen. Ja, wie schon gesagt, das kann sein, dass es halt auf 0 tickt und dann ticken die Mannstärke und sowas runter. GG! 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 Aber ist nicht mehr so. GG!
GG, guys. Auch keine sonst mal krass akkurate Kills. Looks auf easy Leichtweg für Mark. Also in 10 Sekunden wissen wir, ob er runter. Ein Lanzer pusht hier voll durch. Auf Mark, der hat keinen Moment mehr. Hat jemand Anti-Tank-Waffen? Ja. Jawohl. Na, perfekt. Das waren schon sehr. Ich belobige Jan Niklas. Ja, dann belobige ich Nobody und. Ich nehme Kirk. Das waren schon sehr intensive Gefechte. Und wir sind das unterstützungsstärkste Squad. Ja. Okay. Man, ich hab zwar kaum was abgeschossen, aber. Wir waren das zweitbeste Ja. Mit drei Mann. Ja, mit drei Mann. Sag schon alles. Ich hab 4 Zivile Kill, ich habe 42 Kill. Boah, stark. Ich meine, wir haben 23, fast 24.000 Punkte als 3-Mann-Squad zusammengekriegt.